Leute von der Goldenen Lanze, die waren schon immer ein bisschen besonders im Kopf. Ja. Ich bin mir sicher, er tut, was er für richtig hält, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ja, es ist eine rudimentäre Sicherung des Umlandes, die wir ihm tatsächlich auch anrechnen müssen, gerade dann am neuen Hippodrom im Norden, wo sich viele verschanzt haben. Ohne ihn und seine Reiter hätten wir die da nicht wegbekommen, aber jetzt verschanzen sie sich dort und im Norden gibt es wohl irgendwo zwischen Pulet und Perz gibt es einige Drachen, die dort sitzen und an denen kommt er nicht vorbei. Jetzt sitzt er zwischen Gareth und den Drachenreitern und versucht dann eben sein eigenes, um entweder sich die Taschen zu füllen und den Säckel aufzubessern oder eben gegen die Drachen wird er selber nicht ziehen. Dafür hat er zu wenig Männer. Verzeiht, wir waren wohl ein wenig zu lang weg. Drachen Mehrzahl, Drachenreiter. Ja. Irgendeine von Mersengs, die da bei Pulet sitzt. Also keine echten Drachen. Doch schon. Also, so wie ich das gesehen habe, ist es wohl. Den Berichten zufolge sind es Drachengardisten aus Wahrung. Und sie haben auch Drachen, die sie reiten. Das letzte Mal, als ich sie sah, ritt sie auf Tatsilbe, Mann. Kann man wohl kaum Drachen nennen. Verzeiht, ich habe noch keinen Drachen getötet wie ihr, aber. Verzeiht, ja, gleich viel. Ich hatte einen. Die kurze Schreckgestalt vor Augen, dass diese beiden untoten Mistviecher zurückgekehrt wären. Den einen, den Magister Abel mir hier entsorgt hatte, der ist verschwunden, der bleibt doch verschwunden. Und wir hören zwar, dass der untote Kaiserdrache wohl irgendwo zwischen Werheim und Wahrung sitzt. Das Land ist finster geworden. Liegt umher und erhebt in den Wäldern die Toten. Wir früh genug einen Halt gebieten müssen. Sagt, uns kam ein sehr seltsames Gerücht zu Ohren. Ihr könnt auch nicht überall sein. Ihr habt Ohren wieder zurückgeholt. Hm. Und uns Essen gebracht. Essen ist wichtiger, als dass wir über eine Ruine herrschen. Wärm ist tatsächlich vernichtet worden. Es gab noch einige andere, die von dort aus in Richtung Süden gekommen sind, nachdem dann die Schlacht in den Wolken geschlagen wurde, aber sie ist tatsächlich vernichtet. Mittlerweile wächst wohl wieder die Natur drüber. Ihr kennt den Reichsforst? Natürlich. Er wächst mittlerweile wohl auch über die Dergel hinüber und erobert jetzt nach und nach die Stadt, obwohl dort finstere Nekromanten hausen. Ein sehr merkwürdiges Gebilde. Die Stadt ist also tot und Leben zugleich. Man könnte fast sagen, dass Valheim untot ist. Und dort Bäume wachsen. Das ist eine furchtbare Vorstellung. Und wäre der Zwerg hier, würde er erst etwas über seine Mutter Sumo erzählen. Ja, vielleicht ist etwas daran, die Natur als, naja, ein reines Ding, das vielleicht die dämonischen Umtriebe überdeckt oder auswächst. Man kann es tatsächlich nicht anders sagen, aber tatsächlich herrscht in Werheim sowohl das Leben als auch der Tod, beides gleichzeitig. Es gibt wohl auch einige Elfen, die jetzt über den Reichsforst hinübergesetzt haben und einige Elfen, die jetzt versuchen, sich über die Gernot auch zu schleichen. Ja, das war schon immer ein seltsames Völkchen. Es gibt da noch eine Sache von, sagen wir, gewisser Wichtigkeit. Ja, dann schaut sich etwas verschwörerisch im Raum um, macht dann noch eine Tür zu, die so halb offen stand. Der junge Selindian ist hier in der Stadt, ja? Das ist richtig. Iseron, Abelmeer, das zeigt Ihnen das Pendel. Oh, ja, natürlich. Im Informationsinstitut wurde mir von dem Bibliothekar ein Artefakt gezeigt. Dieses hier. Iseron nimmt das Pendel von ihrem Hals und zeigt es einmal vor. Dieses wurde vor vielen Jahren von einer Magierin hergestellt. Es nennt sich das Mylanische Pendel nach seiner Erschafferin. Und mit ihm soll man Kaiserblut aufspüren können. Wie ihr seht, zeigt es nicht in Richtung alte Residenz. Melvin Störreborn schaut mal interessiert und lässt es sich dann reichen, wenn du ihn lässt? Natürlich. Ich habe auch einen
Bericht dazu oder eine Analyse dafür. Ausgezeichnet, die werde ich mir gleich noch einmal ansehen. Aber verzeiht, wenn ich selber einmal mein Sternenauge öffne. Oh nein, bitte, bitte tut das. Oculus Astralis, spricht er, und seine Augen werden milchig weiß. Ja, damit ist er erstmal beschäftigt. Nach 5 Minuten klären sich seine Augen wieder, wenn ihr ihn so ein bisschen anstarrt. Das ist alles sehr, sehr still, sehr verschwiegen. Bruder Stygoma schaut das ein oder andere Mal rüber zu Yalan, und tatsächlich nach 2 Minuten des Schweigens steht er auf, steckt seine Hände in seine Robe und geht. Ohne eine Verabschiedung, nur mit einem finsteren Blick in Richtung von Yalan. Ist er mit Stygoma, mit Bruder Stygoma? Was denn jetzt los? Ich weiß nicht. Habt ihr ihn beleidigt? Nein, ich spreche ja kaum 2 Sätze mit dem Mann. Oh, ihr müsst Bruder Stygoma entschuldigen, spricht euch dann wieder der Schmied an, der Heldenschmied. Er ist nach dem Zerbrechen des Stabes in eine tiefe Depression gefallen. Ja, das war tatsächlich eine sehr unglückliche Situation. Er ist nicht nur geistig, sondern auch tatsächlich körperlich in einem desolaten Zustand. Er wirft sich selbst vor, dass er an Boron gezweifelt hat und dessen Absichten bezüglich der Nutzung des Stabes in Frage gestellt hat. Er hatte auch kurz über eine Heilung des Artefaktes nachgedacht und dann erfahren, dass, nachdem er 5 Wochen lang gefastet hat, kein einziges Wort gesprochen hat, dass es vielleicht an der Zeit ist, ein neues Artefakt zu suchen. Achso, übrigens, ihr habt das wohl nicht mitbekommen. Am ersten Praios wurde eine neue Quanions-Quest ausgerufen. Das, mir kam etwas derartiges zu Ohren, ja. Das Licht ist verschwunden und jetzt ziehen Helden aus, um Hinweise zu suchen, wo wir es wieder auftreiben können. Und damit klappen die Augen von Melvin wieder auf und er nickt. Sehr interessant, ja. Von dem mylanischen Pendel habe ich schon gehört, aber das ist vielleicht nicht ganz so zu erkennen für den Eingeweihten. Es zeigt tatsächlich von hier aus nicht in Richtung der alten Residenz, sondern vielleicht von so etwas wie einem Bindfaden gezogen, daran vorbei, in Richtung der finsteren Mark. Ja, hat nicht wahr? Magistra von Spurgul sind tatsächlich recht. Deswegen, also wir waren ein wenig verwundert, dass man uns nicht mit dem Kronprinzen sprechen ließ, und aufgrund der Informationen des Pendels, dass wir natürlich dessen Verlauf wir auch auf unserer Reise verfolgen konnten, war vielleicht unsere Vermutung, dass der Kronprinz gar nicht in Gareth weilt, sondern irgendwo anders ist. Doch, und er ist direkt von Punin aus hierher gezogen und hat Gareth seitdem auch nicht verlassen. Aber hat ihn jemand gesehen in den letzten Tagen? Vielleicht ist er heimlich davongeritten. Gesehen nicht, aber ich gehe davon aus, dass seine Großmutter über ihn wacht wie sonst nichts anderes. Immerhin ist er der Garant für ihre Macht. Ja, das stimmt wohl. Andererseits, vielleicht ist er auch mal wieder davon geschlafwandelt. Dann hätte ihn aber jemand eingefangen. Naja, er ist auch... Wie war nochmal der Name dieser Region, wo er hingegangen ist? Mit den Krähensteinen, richtig? Damals während der Feier, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist er am Boronsfeld oder am Heldenfriedhof gewesen. Dort hat er die ihn, glaube ich, eingesammelt. Aber das mylanische Pendel ist mir tatsächlich ein Begriff. Die hohe Magierin Mylana ist vor... Ich glaube, sie hat im ersten borbaradianischen Zeitalter gewirkt. Hat damals das Pendel erschaffen. Welche Optionen gibt es denn? Wir können uns, glaube ich, relativ sicher sein, dass Ema es nicht ist. Zum einen ist sie nachweislich gestorben, wurde zermalmt. Auch wenn das jetzt etwas pietätlos ist, aber das sind die Fakten. Zum anderen ist sie nicht von kaiserlichem Blute, sondern nur angeheiratet. Nun, es könnte natürlich sein, dass Prinzessin Nepolita irgendwo dort in der Richtung ist. Es zeigt zwar von unserer Warte aus auf die Finstermark, aber vielleicht ist sie noch weiter nördlich.
Die Frage, die wir stellen sollten, ist, warum zeigt sie nicht auf den jungen Selindian an? Wir können zumindest sicher sein, dass es nicht Brynn ist. Brynn ist definitiv gestorben. Reto ist gestorben. Kaiser Harald ist verschwunden. Er ist für tot erklärt, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mit Kaiser Harald rechnen müssen. Das wäre doch etwas an den Haaren herbeigezogen. Dann haben wir die beiden Zwillinge. Rohaya und Hippolyta. Und Rohaya haben wir sterben sehen. Oder sagen wir so, der Stein, der auf sie heraufgefallen ist, hätte jeden umgebracht. Habt ihr ihre Leiche gesehen? Nein, wir waren dort selbst verschüttet worden. Rondrigan Polygan brach auf, um sie zu bergen. Habt ihr von ihm gehört? Rondrigan Polygan? Nein. Berichte aus der Finstermark sind recht rar. Nun ja, es besteht natürlich die theoretische Möglichkeit, dass Prinzessin Rohaya überlebt hat, auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich mir erscheint. Aber wer weiß schon, was dort alles passiert ist mit diesen dämonischen Umtrieben in großem Maße dort. Vielleicht hatten natürlich auch die Götter ihre schützende Hand über ihr. Dürfte man eine Menschenkenntnisprobe würfeln? Aber mir natürlich auch. Eine gute Probe. Ja, komm schon, jetzt endlich. Ihr könnt bemerken, zumindest Iserun fällt das auf, Jalan, ja, also Abel, mir fällt das nicht auf, Jalan voll auf den zweiten Blick, aber vor allem Iserun. Die Blicke, die jetzt der Marschall und auch Melvin Störbert austauschen, sind so ein bisschen komisch. Also als ob sie was verschweigen würden. Porn Eisinger selbst hat wohl gar keine Ahnung und auch Amelia Grotterian hat auch keine Ahnung, aber Melvin und Ludaev schauen sich an, als ob sie mehr wüssten. Und Danus von Luring trinkt da wohl gerade sein Bier und versteht so ein bisschen Schaum aus dem Bad. Isaruns Augen verengen sich mal so ein bisschen und sie guckt die beiden an, sagt aber erstmal nichts. Habt ihr noch weitere Informationen zu der Sache? Ich denke, wenn man sie irgendwo auf den Tisch legen sollte, dann hier. Vielleicht könnten wir uns ja später noch einmal treffen. Ludolf, ich glaube, sie sind Helden des Reiches, oder? Wenn man ihnen vertrauen kann, dann ihnen. Der scheint wohl zu nicken. Amelia, würdet ihr uns kurz doch etwas Wasser bringen? Die sieht sehr pikiert aus. Also du kannst... Es ist nicht so, dass sie irgendwelche Emotionen zeigt mit ihrem Gesicht, also ihr Mund scheint versteinert, als ob sie gar keine Emotionen zeigen könnte, aber ihre Augen leuchten so, dass es ungesund aussieht. Und dann wird Amelia Grotterian dann auch gehen und mal Wasser holen. Wenn es nicht Rohaya ist, weil sie eventuell verstorben ist, wie auch immer. Und wenn es nicht ihre Zwillingsschwester ist. Wenn es nicht die Eltern sind, nicht Selindian. Ja, und mir als Hofmagier war natürlich bekannt, dass um welchen Gesundheitszustand Rohaya bemüht war. Ich kann nicht folgen. Iserun, versteht ihr? Ich fürchte nicht. Wollt ihr doch nicht andeuten. Sie war in Umständen. Eventuell. Ganz eventuell könnte es sein, dass sie... Er reibt sich so ein bisschen durch sein Bart.
Aber dies hätte doch bedingt, dass... Bin mir nicht ganz sicher, aber Zar wird ihren Weg schon finden. Nun hätte Ohaya von Gareth ein Kind, einen Erben. Sie war nicht verheiratet. Fragt sich natürlich, wer der Vater ist. Auch diesen Umstand sollte hier an diesem Tisch bleiben. Selbstverständlich wird das nicht irgendwo hinübergetragen. Alle schauen zu Abelmir. Natürlich. Sollte sich wirklich ein Kind der Ohaya von Gareth hervortun, könnte dies zu einem Thronfolgekrieg führen. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Auf die eine oder die andere Weise. Und wir müssen herausfinden, warum das Pendel nicht auf den jungen Selindir zeigt. Ich glaube, das Pendel ist der Schlüssel zu all dem. Wenn ihr seiner Spur und diesem magischen Band in Richtung Norden folgt, dann werdet ihr sicherlich erfahren, auf wen das Pendel zeigt. Aje. Wenn wir nicht diese Frau in der alten Residenz hätten, würde ich sagen, das ist eine Sache für einen anderen Tag, aber unter den Umständen... So schnell wie möglich. Bevor sich ihre Macht festigt. Denn selbst wenn entweder Rohaya noch leben sollte oder aber Zar ihrem Kind die Gunst schenkte, dann... Selbst dann hat sie keine Macht, wenn sie nicht von Soldaten umgeben ist. Und ich glaube nicht, dass sie dort sitzt mit, weiß ich nicht, 5 Bannern, die nur darauf warten, dass ihr vorbeikommt. Warum habe ich das Gefühl, dass wir den Herrstand aus dem Haus gejagt haben, um nur jetzt den Liefer unter dem Tisch zu haben? Der Vater des Kindes wäre übrigens Eslam von Eslamsbad. Sollte dies irgendwie wichtig werden. Ein guter Mann immerhin. Hat er überlebt? Noch lebt er. Ich glaube, er hat sich einige Söldner gesammelt und ist dann von Almada aus in Richtung Norden gezogen, in Richtung der Finstermark. Vielleicht als Kriegsfürst oder so etwas, ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte die schwarze Witwe von irgendetwas hiervon hören, ist der Mann so gut wie tot. Deswegen sitzen wir auch hier in dieser Schmiede. Wir werden uns der Sache annehmen. Es wird sicherlich einige geben, die nicht gar so willens sind, aber den bringen wir schon auf Linie. Ein neues Ziel vor Augen. Seid ihr doch gerade erst in Gareth angekommen. Wir werden uns natürlich gründlich vorbereiten. Wir versuchen, euch so gut wie möglich zu unterstützen. Wir versuchen natürlich, Gareth weiter aufzubauen und hier unsere eigenen kleinen Heldentaten zu vollbringen, aber ihr habt euch so sehr oft bewiesen, dass, wenn es jemand schafft, dann ihr seid. Nun gut. Dann werden wir uns unseren Vorbereitungen ergeben. Wir lassen die Herrschaften wissen, wenn wir aufbrechen. So sei es. Seid ihr alleine oder zieht ihr noch mit den anderen umher? Keras vermisse ich an eurer Seite. Die Herrschaften befinden sich noch in unserer Begleitung. Sie sind nur derzeit in einem anderen Teil der Stadt auf Besorgung. Ja, sehr gut. Ja, dann könnt ihr sehen, wie die Zeltplane wieder vorbeigeschoben wird und Amelia Grotterian euch wieder ansieht. Stellt dann sehr lustlos einen großen Krug mit Wasser wieder hin und setzt sich wieder dazu.